Wie funktioniert das Turnier genau? Das ist die Veranstaltung des Jahres. Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehre natürlich. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Ich habe mich schon qualifiziert und hatte große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivienne tust du alles. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was soll das heißen? Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Schießübung, klar. Machen wir einfach mal von oben nach unten. Darauf habe ich am meisten Lust. Komm mit. Okay, ich bin doch mal gespannt, was mit der Quest auf sich hat. Zeit und Präzision. Wer zuerst alle Ziele trifft, hat gewonnen. Hoffentlich ist meine Hand so ruhig wie die von dem Liebesengel, der dein Herz getroffen hat. Okay. Triff die roten Ziele. Na, aber doch gar nicht mal so schlecht, oder? Nochmal? Na, das reicht. Genug geschossen. Und wohin jetzt? Möchtest du meine Meinung wissen? Wenn ich du wäre, würde ich vor allem auf dem Rennparcours üben. Okay. Reiten wir ein wenig. Das wird Plötze gefallen. Gute Idee. Komm mit. Ach ja. Das Rennen des Turniers hat andere Regeln als die üblichen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten an. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Wettkampfparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Einer der mächtigsten soll meine Klinge polieren. Okay. Das heißt wohl, ich muss einfach schnell genug sein, ne? Ich habe die ganze Nacht poliert, geschärft, geölt. Da ist ein Rostsäck in der Hohlkühle. So. Sag mir nicht, dass ich über irgendwelche Hindernisse springen muss. Das wird plötzlich nämlich nicht gefallen. Es ist alles bereit. Nun hör zu. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust treffen. Ach du Scheiße. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Oje, oje, oje. Heya! Okay. Okay. Okay.
Ach du Scheiße, so kann ich nicht. Nein. Verdammt, das haut so nicht hin. Nein. Gerade mit der Steuerung nicht so ganz klar. Nein. Verdammt nochmal. Die treffe ich nicht. Hallo? Herrgott, mal jetzt. So, reicht es dir? Oder willst du nochmal reiten? Ich habe den Verdacht, besser will ich es nicht hinkriegen. Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslaufen. Und wohin jetzt? Ja, bleiben ja bloß noch die Kampfübung. Warum nicht Klingen wirbeln, tänzeln und schwitzen? Also schön. Wir üben Einzelkampf zwischen Infanteristen. Jeder Ritter wählt seine Kampfmethode selbst. Reinfahren kämpft zum Beispiel immer mit der Hellebarde. Okay. Komm mit. Du kämpfst zusammen mit anderen Rittern. Der Kampf ist echt ein Scharmützel nachempfunden. Zum Schluss wird dein Platz auf dem Podium per Zweikampf bestimmt. Wie gerne hätte ich gegen die Besten gekämpft. Jetzt denke ich nur noch an Vivienne. Vermutlich ist es gut, dass du an meiner Stadt antrittst. Ich glaube, ich könnte mich einfach nicht konzentrieren. Ganz ruhig. Klar. So nennt man das heute. Entschuldigung. Entschuldigt. Entschuldigung. Entschuldigt. Stell dich in die Mitte des Übungsplatzes. Ein Ritter wird dich herausfordern. Ich stehe meinen Mann. Doch Vorsicht, ich mache keine halben Sachen. Unsere Anzüge sind glücklicherweise sehr gut. Ich sehe es plötzlich. Komm schon, komm näher. Ja, da sehe ich keine Schwierigkeiten. Möchtest du noch ein wenig länger üben? Nein, ich denke, das reicht. Ich glaube, das reicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber noch der schlichteste Hexerauftrag erfordert mehr Können als diese Art Kampf. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen. Okay. So, ich bin ja doch echt gespannt. Also das Reitdings wird wahrscheinlich ziemlich mies. Ich glaube, die Ziele, die ich mit dem Schwert getroffen habe, das war auch mehr Glück als Verstand. Und die anderen Ziele, ja, die kannst du gleich ganz vergessen mit der Armbrust, weil ich nicht zielen kann. Ich muss gleichzeitig Gas geben. Und zielen und schießen. Also praktisch alles reißen mit der rechten Hand. Das funktioniert so nicht. Was hier? Ah, okay. Mhm. So, hallo. Hallo. Ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Als Ravix? Was hast du? Was weißt du denn über Ravix? Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Zintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Okay.
Okay, und was weißt du so über Geralt? Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Meve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Jaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Okay. Naja, ich glaube, das ist ehrenhafter. Deswegen, Geralt von Riva. Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Wofür? Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Oh, macht sich bestimmt schön in meinem Haus. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Na, erzähl mal. Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Mhm. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Die allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Okay. Guillaume hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe 3. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Praktisch. Okay. Okay. Eide. Was für Eide? Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Okay. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Ja, komm. Meine Liebste, ja, komm. Die haben uns ja alle verlassen. Alle. Beim Reiherei interessiert mich nicht. Strafse Herzogin scheint mir nach dem attraktivsten, ja. Beim Straps der allergnädigsten Herzogin, ich werde die Rittertugenden im Wettkampf achten. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr Straps der Herzogin, schön. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Kann ich nicht in meiner eigenen Rüstung kämpfen? Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Danke.
Wofür brauche ich eine Rüstung? Ich brauche keine Rüstung. Alter, hier sieht er grauenhaft aus. Aber ich glaube, die andere wäre auch nicht besser gewesen. Aber wir haben ein schönes Schild bekommen. Das ist doch nett. Okay, geht's zum Schießstand? Ach, geht doch schon los jetzt. Frittierte Endriagendrüsen? Wer macht denn sowas? Okay, das sind viele Ziele. Ich darf nur die roten abknallen, so wie ich das verstanden habe. Also sowas. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Das ist interessant, dass wir tatsächlich mal zum Ritter geschlagen wurden. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll, als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwint. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Ich kann mir vorstellen, dass es nervig wird, aber Gwint lasse ich jetzt mal aus. Danke, ein andermal vielleicht. Du gönnst mir zwar kein Spielchen, aber gleich werden immerhin meine Augen erfreut. Herrin Vivienne müsste jeden Moment erscheinen. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Kriegen wir hin. Wenn uns die Sonne direkt ins Gesicht scheint. Horn Akerspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau. Tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva, den kannte ich noch nicht. Nehme er getrost jene Ziele in Rot aufs Korn. Und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Jo, genauso sehe ich das auch. So, bin mal gespannt, wie der ist. Ah. Warst du, oder? Ja, sieht gut aus. Geralt von Riva, er triumphiert, während hingegen sein Gegner verliert. Oh, wir kriegen eine Armbrust dafür. Schön, sogar mit unserem Wappen. Schick, schick. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Dankeschön. Danke, Herrin. Geralt von Rivas Armbrust. Schön. Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir.
Okay, aber warum vibriert das Medaillon in ihrer Nähe? Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Warum glaube ich dir nicht? Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Ich weiß nicht, warum er das gut findet, aber danke. Sein Bogen zuckelt komisch. Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay, gucken wir mal. Gucken wir uns das mal an. Ja, gehen wir. Bin ja doch echt gespannt, was dabei rumkommt.